Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn sich die Musik jetzt ein bisschen anders anhört als in den anderen Folgen, liegt es daran, dass ich wieder auf Soundblaster umgeschaltet habe. Es ist andere. Mit Roland hört sich es auch um einiges besser an, aber das Spiel ist dermaßen instabil. Das stürzt ständig ab und ich habe auch mal nachgeschaut in Foren und es ist nicht nur bei mir so, dass da irgendwas liegt, das ist auch bei anderen so, aber eine richtige Lösung habe ich leider nicht gefunden. Und da mich das jetzt genervt hat, ich wollte die Folge schon machen und sie ist dreimal abgestürzt, dann habe ich gesagt, ich mache es komplett neu. Auf jeden Fall, deswegen machen wir es jetzt einfach so, damit sollte es eigentlich jetzt auch wieder stabiler laufen. Hört sich doch nicht mehr so gut an, aber naja gut. So, in der letzten Folge haben wir einmal einen Geistring gekriegt gehabt. Der Geistring gibt plus 3 Intelligenz. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut für unseren Magier. Außerdem haben wir den Hexenturm gefunden und den wollen wir in der Folge mal uns aufsuchen. Aber erst einmal müssen wir mal schlafen gehen und die Vergiftung heilen. 32, scheiße. Ich gehe mal hin. Speichern mal das Ganze als QS ab. Das ist auch aus der vorigen Teil, wo es mir wieder abgestürzt ist. Ich habe nämlich probiert gehabt, einen Quicksave-Slot anzulegen. Und ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir einfach einen Quicksave-Slot. Dann sind wir auf der sicheren Seite, falls irgendwas passiert. Ich weiß nämlich, wenn ich jetzt zum Tempel gehe, sind alle geschwächt, weil sie zu wenig gerastet haben. Ah ja. Aber das geht nicht, das Rasten können wir nicht machen. Wir müssen erst einmal heilen gehen. Kann ich helfen? So. Und danach können wir rasten. Was ich auch gesehen habe, war, dass zwei unserer Gruppenmitglieder auf eine höhere Stufe aufsteigen können. So. Dann wollen wir wieder den Magierblick machen. Und gehen ein bisschen was verkaufen. Was wollt ihr denn? So, verkaufen. Brauchen wir nicht. Schlangenschwert behalten wir. Passt also. Und da haben wir, glaube ich, auch nichts mehr zum Verkaufen. Okay, dann reparieren. Reparieren ist auch wichtig. So. Und mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht gehabt. Und in dieser Zeit, diesen 3 bis 5 Minuten, wo wir jetzt aufgenommen haben, ist das Spiel tatsächlich 3-mal abgestürzt. Und das ging einfach nicht mehr. Es ist so instabil und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Manchmal kann man 2, 3 Folgen aufnehmen ohne einen Absturz und dann hast du gleich in der Folge wieder 2, 3 Abstürze und ach, das ist super nervig. Und das Krasse ist, mit Might & Magic 3, ich meine, das habe ich auch mit Soundblaster aufgenommen, aber ich habe nachgeschaut gehabt, soll es ohne Probleme laufen. Nur bei diesem Spiel hier läuft es leider nicht. Sehr, sehr schade. Seid willkommen. So. Hier wollen wir ein bisschen lagern. Wie viel Lager hat er denn? 50.000? Hoppla, Gott. Und Edelsteine können wir vielleicht mal 300 lagern. Das sieht doch schon viel besser aus wieder. Da kriegen wir dann auch immer mehr Zinsen und immer mehr Gold und Edelsteine. Und das werden wir wahrscheinlich für später ziemlich gut gebrauchen können, weil die Trainingskosten doch wieder hoch werden, wenn es so ist wie im dritten Teil. Was wollten wir machen? Wir haben verkauft, wir waren beim Trainer, wir haben das Geld abgelegt. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Wir können Vertigo verlassen. Und den Hexenturm betreten. Da müsste doch... Ja, hier ist er. Speichern wir mal und dann betreten wir das ganze Ding. Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei.
Wie nett von dir, dass du uns vorbeilässt, nur weil wir den Schlüssel vorgezeigt haben. Hey, okay. Was ich schade finde, ist, dass es hier keine Kurzinformationen mehr gibt, wie im Might and Magic 3, wo es diese Informationen von Gorak gegeben hat über die einzelnen Gegenden. Das finde ich schade, dass es das hier nicht mehr gibt. Aber gut. Gibt auch Schlimmeres. Urgh. Was passiert, wenn ich den... Füttert mich, verlangt der Schädel. Verdammt, das weiß ich, was ich noch vergessen habe. Ich wollte noch Nahrung holen. Ich wusste, irgendwas wollte ich noch machen. Naja gut, was soll's. Vergesst nicht, den schwebenden Spruch zu benutzen, bevor ihr die Wolkenwald betretet, sagt der Schädel. Okay. Hat es uns jetzt halt eine Nahrung gekostet? Nee. Na gut. Da können wir anscheinend nichts machen. Ah, und da geht es nach oben. Okay. Aber wir bleiben erst einmal hier unten. Unser Dieb soll es öffnen. Autsch. Nichts außer Lumpen. Und was ist das hier? Ein Gefangener? Öffne mal den Käfig. Ein Junge kriecht aus dem Käfig. Vielen Dank, Leute, sagt er. Ich glaube, die Hexen wollten mich in einen Goblin verwandeln. Ich möchte jetzt nach Hause. 5000 Erfahrung, yeah. Sehr schön. Und hier, ist da was drin? Oh, ist immer vergiftet und nee, krank. Yay. Ist ja toll. Na gut. Goblins sind es. Goblins im Hexenturm. Aber aushalten tun die nicht wirklich viel. Nochmal krank. Ungefunden nichts, aber suchen müssen wir. Ein Schienenpanzer. Ich glaube zwar nicht, dass wir was Wichtiges finden, aber wer weiß. Zumindest Ausrüstungsgegenstände finden wir. Okay, und das war schon Ebene 1. Das ging ziemlich schnell. So, hier geht's weiter hoch. Hoppala. Okay. Da haben wir wieder jemanden. Eieieiei. Wunden heilen. Hoppala. Mach nochmal. So. Da haben wir gleich nochmal jemanden, den wir befreien können. Ein Junge kriecht aus dem Käfig. Vielen Dank, Leute, sagt er. Ich glaube, die Hexen wollten mich in einen Goblin. Ja, das hatten wir schon. Das waren genau dieselben Sprüche. So. Eieieiei. Füttert mich. Goblins an die Arbeit, ruft der Schädel. Ja, toll. Ah, okay. Er hat keine Goblins gerufen. Ich dachte, der hat jetzt Goblins gerufen als Verstärkung. Nichts außer Lumpen. Ein Stab. Noch ein Stab, okay. Ob da irgendwelche besonderen Stäbe dabei sind? Ah. Schauen wir mal ganz kurz in unser Inventar. Gegenstände, Waffen. Wer hat was gefunden? Du? Stab, Katana, Langschwert. Wir haben doch viele... Moment mal. Nee, doch nicht. Hey, wir haben doch schon so viele Stäbe gefunden. Wo sind die alle hin? Oder bin ich jetzt irgendwie total blöd? Aber jetzt ist hier nur ein Stab da. Naja, egal.
egal, was soll's. So, da sind wir fertig. Ich glaube, hier rüber müssen wir noch gehen. Das sind ganz schön viele Gegner. Aber überhaupt kein Problem. Und auch viele, viele Schatztruhen. Käfig ist leer. Okay, der Käfig ist auch leer. Das sieht man ja schon. Dann haben wir hier eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Truhe ist leer. Okay. Ja, die ist nicht leer. Okay, sehr schön. Okay, auch diese Ebene ist dann hier fertig. Gehen wir mal noch eines hoch. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich eine Hexe, oder? Mit unserem Bogen allerdings überhaupt gar kein Problem. So, da geht's weiter hoch. Speichern wir nochmal. Füttern wir den. Für 5 Edelsteine lehre ich euch den Spruch Schlaf, sagt der Schädel. Braucht man Schlaf? Für Edelsteine? Bin mir nicht sicher. Ja, einmal lernen wir den. Schädelspruch Schmerz. Nee. Schmerz haben wir nie im ersten Teil benutzt gehabt. So, die Kessel schauen wir uns gleich an. Die ist sogar einmal zum Zaubern gekommen. Unglaublich. Bestienmeister. Bestienmeister? Das hört sich wieder interessant an. Ich habe mir noch nicht die Zaubersprüche angeschaut, die es hier überall gibt. Ist das wahrscheinlich für unseren Waldläufer oder so, schätze ich mal. Hellsehen. Nehmen wir auch mal. So viel kostet es ja nicht. Edelstein. Edelsteine sind ja jetzt halt nicht so die Welt. Vor allem geben die Hexen ja auch Edelsteine. Giftwolke, aber Giftwolke brauchen wir auch nicht wirklich. Lernen wir wahrscheinlich früher oder später mal, aber... Blitz, der war gut. Blitz, den haben wir öfters benutzt gehabt. Den hätte ich gern. So, und ich glaube, das war's jetzt. Da haben wir noch einen hier, wo hier drin ist. Und dann haben wir nur noch diese ganzen Kessel hier, wo wir uns alle noch anschauen sollten. Ja, genau. Schauen wir uns die einzelnen Kessel mal an und dann befreien wir den Typ noch. Bottich. Ein Totschläger, ein Umhang. Plus 1 alle Werte. Dauerhaft. Oh. Nett. Demeter. Alle Werte. Okay. Das war's wohl. Aha. Da waren wir, glaube ich, schon. Richtig? Ja. Da waren wir schon. Dann schlafen wir mal eine kleine Runde. Und befreien den Jungen hier drin wieder. Sehr schön. Wenn das nicht noch ein Level Up hier gibt. Gehen wir mal noch eins nach oben. So. Da geht's wieder runter. Und da, also es geht noch mal eins nach oben. Ah, die hält aber jetzt einiges aus. Ein bisschen jedenfalls. Okay, Kessel.
Schauen wir mal, was es da drin gibt. Nicht wirklich was. Da geht's noch irgendwo hin. Und da haben wir wieder so einen komischen Schädel. Sag das Wort und ich öffne die Tür, dröhnt eine Stimme. Wir haben jetzt noch nichts gehört gehabt, was für ein Wort wir sagen sollen, aber vielleicht meint er einfach nur, Wort? Falsch, hinfort! Oh, hat er uns teleportiert? Auf Ebene 1 wieder. Naja, das ist ja jetzt gar kein Problem. Hier war mal... Ja, genau. Ja, welches Wort er dann haben will, wissen wir nicht. Ich habe jetzt gedacht, sag das Wort. Haha. Aber, ja, vielleicht kriegen wir das noch raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann da auch hier unten reinkommen oder so irgendwie. Oder macht er erst die Tür hier auf? Meint er die Tür hier? Möglich wäre es... Oberhexe. Autsch. Heieieiei. Und ich glaube, die sind alle mit verflucht. Okay, so ein Mist. Das heißt, wir müssen wieder zum Tempel gehen. Na toll. Wir sind die Besten von allen. Ja, ihr seid die Besten von allen, sagt der Schädel. Da ist nichts drin. Schauen wir mal den Kessel an. Alle Werte dauerhaft, sehr schön. Alle Werte dauerhaft, sehr schön. Dich befreien wir gleich nochmal. Ein Junge kriecht aus dem Käfig. Ihr habt mich gerettet. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ich weiß zwar nicht viel von hier, aber durch eine Tür kommt man nur mit Passwort. Er senkt seine Stimme und flüstert. Es lautet Rosebud. Jetzt wissen wir's. Rosebud. Aufgeschrieben. Danke, Junge. So. Was ist mit dir? Ihr seid die Schönsten im ganzen Land, sagt der Schädel. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, nochmal nach oben gehen. Da hinten noch irgendwas? Da war doch noch eine Truhe. Also, wenn wir das nicht mehr gesehen hätten, das wäre ja echt übel gewesen. So, den Schädelhammer, aber wir können auch noch weiter nach oben gehen. Die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Erstmal hier runtergehen? Richtig, die Tür ist nun geöffnet. Oh, was ist das? Ah, das Alakorn. Nehmen wir natürlich. Lelinda fand Alakorn von Philister. Sehr schön. Das mussten wir also machen, um weiterzukommen. Gut. Gehen wir aber trotzdem noch weiter nach oben, hätte ich gesagt. Wir haben ja noch ein Stockwerk. Oh. Nice. Aber ich glaube, das ist das, was er gesagt hat. Über die Wolken können wir wahrscheinlich gehen. Aber nur, wenn wir den Schwebenzauber benutzen, den wir noch nicht haben. Oder haben wir den schon? Nee, ich glaube, den haben wir noch nicht. Wir haben Sprung, Schlaf, Magierblick, ja. Nee, den haben wir noch nicht. Hellsehen, Wunden heilen, ja. Nee, den haben wir noch nicht. Ich speichere mal ganz kurz ab.
Aber ich wette, wenn ich jetzt da drauf lauf. Genau, dann fallen wir runter. Das war klar. So. Dann kann man hier nichts machen. Dann müssen wir hier wiederkommen, wenn wir den Schwebezauber haben. Leviathan oder Levitieren oder irgend so, wie heißt er. Oder einfach nur Schweben, glaube ich, hieß er. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir ja fertig. Dann können wir zu Valoria gehen. Und dann sollten wir definitiv wieder den Tempel aufsuchen. Uns geht's nämlich wirklich nicht besonders gut. Naja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.